Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Let's Play Battlefield Player 4. Ich bin der Enrico und ich spiele mit dem Account Tod HB mit der 1185. So, das ist ein Fail. Mit den Attachments Nemesis Viper Max, Predator Lauf und MH5 Scope, das ich heute für einen Tag gewonnen habe. Lol. Yeah, looks like objective Bravo lost, over. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Eigentlich ist 2014. Alter. Und ja, es kommen bald auch wieder mehrere Videos, wenn ich meinen neuen PC habe. Den bestelle ich nächste Woche. Und dann kommen auch wieder mehr Videos, wahrscheinlich auch von Battlefield 3, DayZ. Und was noch? Ja. Das Blöde ist, wenn man immer spielt, denn es ist von immer eindeutig schlechter. Vorhin habe ich die ganze Zeit Runden gemacht von 21, 5. Und die Waffe ist auch gerade die allerbeste, was nett ist. Und was möchte ich auch nicht angucken. Was ich in der ganzen Folge das euch anguckt und das leckt wie sonst was. Genau. Mit einem Schuss hat er uns so weggerottet. Der H2O, der ist erst Level 2 der L96. Okay. Und heute ist der erste Rest. Ja, was soll ich noch so erzählen? Ja, es kommt jetzt bald Basra Rush raus, die neue Map. Und die habe ich schon mal ausprobiert. Und die ist sehr, sehr gut. Ich muss mal ganz schnell spritzen. Und ein Klopapier. Ja, das ist mal ein Hacker, würde ich mal sagen. Und mit zwei Schuss aus dieser Entfernung, das kriegt man nicht so hin. Das war etwas gefällt. Dank dem Zettel-Scan haben wir ihn bekommen. Wir machen uns bald auch einen eigenen
Ein Battlefield-Profi ist aber wahrscheinlich. Wenn wir den haben, schreibe ich den in die Beschreibung. Ja, die ganze Zeit mit Pistole spielen, 38,6. Das verstehe ich nicht, wie man hacken kann. Ich bin ja auch auf, der Blacklist, aber ich habe mich selber gehackt. Das war ein anderer, der hat auf meinen Account gespielt und hat drauf gehackt. Und das finde ich eigentlich scheiße, wenn andere Leute auf einen anderen Account hacken gehen. Die dann nicht mal auf jeden Server spielen können. Und eingeschränkt sind. Ich hab's irgendwas. Ich durfte nicht. Na, der eine regt sich auch schon, wenn ihn hackt. Wenn ich BF30 haben will, gerade. Nur müsste ich nicht. Mensch, scheiß KD. Ein Dima. Eine JMG. Dann war's auch gerade mit diesem Macker gesehen, der mit seiner M1911 mit der Pistole kriegt, wie schnell er sich umgedreht hat und. Scheiß Hacker, Alter. Mein nächsten Kill macht er mit C4 höchstwahrscheinlich. Hatte gehört, dass da einer kommt. Ja. Aber was hat er gesagt? Und er hat den C4 Kill gemacht. Er hat da C4 hingelegt und aufgewartet. Und der hat auch irgendwas an. Es ist etwas ein bisschen mit den Hackern runtergegangen, aber doch nicht. Geht langsam wieder mit den Hackern runter. Früher war es ja extrem, auf jeden Server waren mindestens 3 Hacker. Bei der ganzen Server. Lol, da habe ich vorher nie mit den Arten trotzdem Damage gemacht. Ich kann nur mit Pistole spielen. Ich glaube, dann war gleich noch eine Frage dran. Das war ein Headshot. Oh mein Gott, Level 12, Deagle 50. Level 12, 21, 23, 22, 2.
Niederlage. Ja, Murat ist auch gerade dabei, einen kostenlosen Server zu erstellen. Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber er macht ihn, glaube ich, nur für eine Stunde kostenlos. Here we go. Mal gucken, ob wir jetzt eine bessere KD hinbekommen. User 12 Elite. Das sind die größten Moves. Sie können nur mit Shotguns spielen, vollautomatische Shotguns. Und wenigstens ein Rache des Roten Mannes. Okay. Oh, hier ist ein Kumpel von mir, Hello Kitty 3. Nehmen wir auch mal die 93er N. Was? Hilfe bei kritischen Treffer? Du Idiot! Ja, und dann kommt er wieder mit seiner... Genau noch von da. Ich weiß nicht, wie man bloß nur hacken kann. Das macht doch keinen Spaß, wenn man die ganze Zeit hackt. Und da zieht man und den schießt automatisch. Ja, die können wahrscheinlich nicht wirklich spielen. Man ist schon tot. Noch mal kurz. Spawnen nach Front. Wurzel komplett! Für der KD. Ich hatte ja gesagt, dass diese Folge ein Snack-Video werden sollte, aber man kann auf diese so Grafikeinstellungen nicht snacken. Das habe ich ausprobiert, weil man sieht sie kaum. Von wo? Oh, er hat das Holo Wüste. Das Holo Wüste hat noch einen engeren Kreis als das normale. Da ist der größere Kreis an den kleineren näher dran gezogen. Ja, da war ich genau drauf. Сюда! Я поделюсь боекомплектом! Ja, die Uzi ist ja auch ganz gut. Die habe ich ja auf meinem anderen Account, wo ich Level, ich glaube 4 bin, hatte ich die für einen Tag bekommen. Und da ohne Attachment, da ist die auch ziemlich gut. Da hatte ich eine Präzision von 25. Das hätte ich gern machen. Okay, bei B scheint er uns bei A.
Ja, ich hab ja fast alle Waffen. Ich hätte auch in den Kommentaren schon, was für Waffen ihr sehen wollt. Dann guck ich, ob ich die hab. Und dann mit denen spiele ich dann auch. Ich finde die Standardwaffen, die haben die viel zu hoch gepatcht. Weil die G3A4, damit spielt glaube ich im nächsten Part mit. Die ist einfach nur OP. Die haut einen richtig hohen Damage raus. Ja, Mist. Aber ich fing gerade den Einhalt noch bekommen, oder? Nein. Ich war kritisch im Kill, ich war kritisch im Kill. Der ist tot. Wirft immer Muniboxen. Und beim Medic am besten, wenn man schon Level, ich glaube mit Level 11 kann man schon Leute reviven, er sagt mit einem Defibrillator wiederbeleben. Vergessen immer Medic-Boxen oder Munitionsboxen werfen. Das ist für euch gut und fürs Team auch. Schon wieder die Killer raus. Kommen wir kurz den Stickler-Scan raus. Wir sehen, da vorne steht einer. Wenn die Munition kommt, sieht man, dass das oben Munitionszeichen ist. Dann sieht man auch, man bekommt immer 10 Punkte, wenn man eine Munition bekommt. Der ist auch, der wirft manchmal Verstärkung an der Front oder Reinforcement, dass wir mehrere Leute bei B sind. Und da hat er uns mit ISO 98 gefüllt. Was ist, und der Medic belebt uns nicht wieder. Der hat, glaube ich, schon ein hohes Level, deswegen hat auch schon eine RPK. Und wiederbelebt uns einfach nicht. Und dann kommt das Satellite raus. Ja.
Problem hier in der Wand Medic. Эй, вот мои припасы. Von der M9 war er gekillt. Wollen wir mal nie ein Settler-Scan rein? Ich nehm da kommen welche. Da muss gegenseitig gekillt. Die 1185 wurde ja runtergepatcht, die ist nicht mehr so präzise. Man muss meistens Tipfire auf Range gehen. Früher konnte man ja so voll Auto durch. Dann hat man da auch Leute auf 200 Metern, konnte man mit Dauerfeuer wegbotzen. Ich habe das jetzt auch vorhin geschafft, dass ich mit der 1185 einen Range von 285 Metern geschafft habe. Aber da musste man ja richtiges Tapfire machen. Ja, er war nur von hinten gekillt. Ja, die FMI-Parade, die habe ich leider nicht, aber die soll ja eigentlich ziemlich gut sein. Ich habe auch eine der neuen Medic-Waffen, die neueste, die L86. Die ist sehr, sehr gut. Mit der... Die schießt langsam, aber die haut auch ziemlich hohen Damage-Wert. Ich glaube, das war ein... 27, zwischen 27 und 30 auf Nahkampf und im Fernkampf ein 20er. 2023. Und jetzt haben wir mein Settler-Scan raus. Den haben wir gerade noch mal gesehen. Mein Shake-Kill. Level 12, MG36, alles klar. Wir hören bei uns ist ein Medic im Team, habe ich auch gesehen, dieser Barra, und der belebt einfach nicht wieder. Und im ersten Netz habt ihr auch schon gesehen, dass ein Medic neben mir stand. Ich habe die ganze Zeit Medic gerufen und der hat nichts geschmissen. Der hat kein Teamplay gemacht. Aus, das ist auch ziemlich gut. Machen wir kurz den Settler-Scan raus und gucken, wo die Leute sind. Von der Ecke ist. Nur Glück gehabt. Da kam der User 12. Boah, schon mal Spritzen nehmen. Eine Spritze. Gut, wir komplett. Eine SUVA schießt auf mich. Ah, die Naske.
Und dann wünsche ich euch noch schöne Ferien. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal in 24:15. Das geht ja noch. Ciao.